Herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Core und die Core Blockchain. Ich habe die Blockchain als solches und die Anwendungen darauf kürzlich in Videos ja schon vorgestellt. Falls du das nicht gesehen hast, hier ist meine Core Playlist auf meinem Kanal, da findest du diese Videos. Und heute soll es um den eigentlichen Core Token gehen, also den Token der Core Blockchain, sowie um den Core Coin. Nochmal kurz zur Erinnerung. Das ist sozusagen das Core-Blockchain-Ökosystem, beziehungsweise alles, was auf der Core-Blockchain aufbaut. Wir haben die Blockchain als solches und Luna Mesh-Technologie. Das ist das, was ich in meinem ersten Video dazu beschrieben habe. Dann haben wir verschiedene Anwendungen, wie zum Beispiel natürlich den Core-Pass, die Ping-Exchange, Ting und verschiedene andere, die ich in einem weiteren Video auch schon vorgestellt habe. Und wie bei allen Blockchain-Technologien wird das Ganze durch einen nativen Token betrieben. In diesem Fall ist es der Core-Token und den wollen wir uns heute ansehen. Und die Core-Blockchain hat da vielleicht die Besonderheit, wobei man das auch bei verschiedenen anderen Blockchains findet, dass es zwei Währungen gibt. Das eine ist der Core-Token und das andere ist der Core-Coin. Wir besprechen heute vor allen Dingen den Token und um den Coin wird es in einem weiteren Video gehen. Fangen wir also mal an mit dem Core-Token. Die Abkürzung ist CTN. Und dieser Token hat eine limitierte Menge, nämlich von 1 Milliarde, 1.000 Millionen. Der Core-Token ist der Utility-Token für die Core-Blockchain und wird für im Prinzip alle Applikationen auf der Core-Blockchain verwendet. Nochmal, die Applikationen sind hier in diesem Video Anwendungen auf der Core-Blockchain beschrieben, zumindest einige davon, sodass man mal einen ersten Überblick bekommt. Der Core-Token CTN ist in der Yalom Smart Contract-Sprache geschrieben, die es ermöglicht, eben auch weitere Anwendungen auf der Core-Blockchain laufen zu lassen und eben alle Zahlungen in der Core-Blockchain laufen mit dem Core-Token und wie du in dem Luna Mesh-Video gesehen hast, ist das Ganze unabhängig von einer Internetverbindung. Das heißt, wir können den Core-Token auch verwenden, wenn wir keinen WLAN haben, keinen Telekommunikationsanbieter. Das ist im Prinzip eines der wichtigen Features der ganzen Core-Blockchain, die ich vorher schon beschrieben habe. Schauen wir uns vielleicht dann mal die Core-Token-Homepage an. Also hier sind wir, Core-Token, Utility-Token für die Core-Blockchain, das ist alles klar soweit. Hier findet man ein paar Informationen über den eigentlichen Token. Hier nochmal die Limitierung auf 1 Milliarde ist da angegeben. Hier sind die verschiedenen Use Cases, die schauen wir uns gleich nochmal kurz an. Das ist aber das, was ich in dem vorhergegangenen Video eigentlich auch schon beschrieben habe. Hier ist nochmal etwas mehr zu den technischen Standards, also unter welcher Kryptographie, Sicherheitslevel das Ganze hergestellt wurde. Und dann nochmal eben die Informationen zu den Smart Contracts, Zahlungsmöglichkeiten, Validierung und Verifizierung auf der Core Blockchain. Wir gehen dann mal einfach in das Dashboard, wo wir da nochmal ein paar weitere Informationen finden. Zum einen ist natürlich das Interessante jetzt, kann man den Core Token kaufen? Da kommen wir gleich zu. Hier ist auch nochmal ein Erklärungsvideo, was ganz spannend ist, das kann man sich sehr gut anschauen. Ich habe am Ende der Präsentation wie immer auch nochmal die Links zu der Seite, sodass du dir das gerne selber anschauen kannst. Ich wollte genauer nochmal zu den Anwendungen kommen. Das sind die ich genannt habe, zum Beispiel Ping, Ting, Core Pass und eben im Prinzip alle Use Cases, die auf der Core Blockchain laufen. Wenn man hier draufklickt, bekommt man dazu auch noch ein bisschen mehr Informationen. Und hier sieht man Core Token kaufen. Der Core-Token war im Presale für 18 Cent zu erhalten. Allerdings ist dieser Presale schon richtig lange vorbei. Der war am 11. August 2021, also vor mehr als einem Jahr, hat der geendet. Das heißt, wir sehen das hier auch nochmal. Man konnte den Core-Token im Presale kaufen, aber die Möglichkeit gibt es nicht mehr. Das heißt, das können wir jetzt so über die Core-Blockchain nicht mehr machen. Allerdings gibt es eine neue Möglichkeit, wie wir an den Core-Token kommen können. Und diese Möglichkeit ist Social Swap. Social Swap ist eine dezentralisierte Exchange auf der Tron-Blockchain. Im Augenblick, wie gesagt, läuft es auf der Tron-Blockchain alleine. Allerdings hat Social Swap eine Partnerschaft mit Core aufgebaut und wird zeitnah Multi-Chain gehen. Das heißt,
in absehbarer Zeit wird Social Swap nicht nur auf der Core-Blockchain, sondern auch nicht nur auf der Tron-Blockchain laufen, sondern auch auf der Core-Blockchain. Und wir gucken uns die verschiedenen Features jetzt gleich auf der Homepage mal an. Aber vielleicht hier nochmal ganz wichtig, Social Swap und Core haben wirklich diese offizielle Partnerschaft eingegangen. Und das erlaubt es uns jetzt, über Social Swap Core-Token zu bekommen. Schauen wir uns das auch nochmal an. Hier sieht man, das ist die Homepage von Social Swap. Ich will jetzt gar nicht auf die diversen Features eingehen. Es ist wirklich ein sehr interessantes Projekt, Social Swap als solches. Einfach weil es wahnsinnig schnell ist auf der Tron-Blockchain. Es hat ein Aggregationsprotokoll. Es hat sehr, sehr geringe Transaktionskosten. Ich habe in meinem letzten Tronlink-Video schon ein bisschen was über Social Swap gesagt und werde sicherlich nochmal ein explizites Video nur über Social Swap machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon mal hier reinzuschauen. In der Infobox ist auch mein Link zu Social Swap. Das heißt, wenn ihr den benutzen wollt, um da zum Beispiel Trading zu betreiben oder die Pools zu benutzen, würde ich mich natürlich sehr freuen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, es gibt diese Core Presale Website. Das heißt, ihr könnt im Prinzip, das ist das, was ich in der Präsentation ja auch schon gezeigt habe, den Core Token jetzt noch kaufen über Social Swap. Dafür müsst ihr euch hier eintragen und werdet dann von Social Swap kontaktiert. Wenn ihr hier bei Referral Kryptowestfale eintragt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Dadurch zeigt ihr Social Swap dann, dass ihr über mich darauf gekommen seid. Hat aber keinen Impact. Also letztendlich ist es gute Werbung für mich, macht aber für euren Einkauf eigentlich keinen Einfluss. Und ich habe diese Möglichkeit selber auch benutzt und habe über Social Swap Core Token gekauft. Bin eigentlich sehr glücklich mit, dass ich jetzt zu diesem relativ späten Zeitpunkt trotzdem noch Core Token bekommen habe. Social Swap hatte da einfach die Möglichkeit von jemandem, der bei diesem frühen Presale, der hier, der hier bis zum 11. August eingekauft hat, dann letztendlich jetzt verkaufen wollte. Da konnte Social Swap einige Token aufkaufen und bietet die dann jetzt eben an. Das ist eine super Geschichte. Das ist das eine. Das heißt, ihr könnt jetzt hier über Social Swap Core Token kaufen. Aber wir können auch mal in die Social Swap App reingehen, indem wir hier auf Launch die App gehen. Kommen wir hier nach Social Swap. Und ihr braucht Tronlink dafür, um euch hier einzuloggen. Hier oben ist Tronlink angegeben. Wenn ihr nicht wisst, wie Tronlink funktioniert, Tronlink ist sowas wie Metamask für die Binance Chain, ist Tronlink für die Tron Blockchain. Ich habe hier extra ein Tutorial gemacht, wie man Tronlink installiert und mit der Tron Blockchain verbindet über Social Swap. Das heißt, ihr könnt euch das gerne anschauen, da wird es erklärt. Worauf ich eigentlich aber hinaus will, ist, wenn Social Swap auf der Core-Blockchain laufen wird und damit wirklich eine der ersten wichtigen Anwendungen auf der Core-Blockchain sein wird, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass das einen Impact hat, nicht nur auf die Core-Blockchain, sondern eben auch auf Social Swap und vor allen Dingen eben auch auf den Social Swap Coin, den SST. Das ist natürlich hier keine Anlageberatung, sondern es ist einfach nur meine eigene Meinung, aber ich könnte mir vorstellen, dass sobald das live geht, wird der Social Swap in seinem Preis ansteigen, der Social Swap Coin in seinem Preis ansteigen. Das heißt, was man machen kann, ist im Prinzip vielleicht nicht nur den Core Presale mitnehmen, wenn es da noch Coins gibt, das weiß ich nicht, sondern man kann auch versuchen, jetzt Social Swap Token oder Social Swap Coin, den SST, zu kaufen und da von späteren Anstiegen zu profitieren. Hier sehen wir mal den Verlauf des Coin-Wertes über das letzte Jahr hinweg. Da gab es natürlich hier jetzt im Februar ein richtiges Hoch bei ungefähr 20 Cent. Und das hat sich jetzt hier über die letzten Wochen eigentlich relativ gut bei 2-3 Cent stabilisiert. Das heißt, wir haben hier schon mal einen 10x-Discount, was auch als solches schon sehr attraktiv ist. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dieses Hoch nochmal wieder erreichen, wenn die ganze Core-Sache wirklich live geht. Und ist eine interessante Möglichkeit. Und Social Swap kann man am besten, oder den SST, kann man am besten direkt auf Social Swap kaufen. Das heißt, man braucht zum Beispiel Tether oder Tron auf Tronlink, hier auf dieser Extension. Das heißt, wir können das mal als Beispiel ja machen. Ich habe hier im Augenblick noch 16 Tron.
Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach angeben, ich möchte Tron verwenden und möchte damit den SST kaufen. Ich habe, ganz wichtig, ich habe nicht 16 Tron, sondern ich habe Tron im Wert von 16 Dollar, also 255 Tron. Und sagen wir mal, ich möchte vielleicht mal 100 Tron in SocialSwap ausgeben und dafür bekomme ich dann 228, dann sage ich einfach Swap und stimme dem natürlich zu. Und dann wird es jetzt gleich ausgeführt und dann müsste ich die SST in meiner Wallet sehen. Ja, das lassen wir jetzt mal kurz laufen. Schauen wir mal rein, vielleicht sind sie schon da. Noch nicht. Machen wir einfach mal einmal den Reload der Seite. Das dauert jetzt ungewöhnlich lange. Ja, hier sieht man, das wurde schon ausgeführt jetzt gerade. Genau, und hier sind sie dann auch. Das sind dann mal die 228 SST, die ich jetzt gerade gekauft habe für 100 Tron. Und die SST kann man nicht einfach nur kaufen, sondern man kann ihn dann zum Beispiel auch in einem Pool anlegen. Ich benutze da vor allen Dingen den SST Auto Pool und der bringt im Augenblick eine APR von 50%, was wirklich ziemlich nice ist. Und ich habe damit am 16. August angefangen, habe da für 470 Dollar ungefähr halt diese 17.000 SST angelegt und die haben wir seitdem fast 8 Dollar Gewinn gebracht in ungefähr 10 Tagen jetzt. Das finde ich nicht schlecht. Das heißt, man kann hier im Prinzip versuchen, zweifach zu profitieren. Einmal, dass der SST über die Zeit hinweg ansteigen wird, eben insbesondere, wenn diese Tron-Geschichte, wenn diese Core-Geschichte live geht. Und zum anderen kann man natürlich davon profitieren, dass man hier 50% im Staking bekommt. Gut, das war das, was ich euch hier zeigen wollte. Wie gesagt, es gibt nochmal dieses Tronlink-Video, wenn das notwendig ist, da findet ihr alle Beschreibungen. Und dann ist die andere Geschichte, natürlich neben dem Token gibt es den Core Coin. Den Coin kann man im Augenblick minen. Das ist wirklich wie Bitcoin zu seinen frühen Zeiten. Und dazu wird es in den nächsten Tagen ein extra Video geben, wo ich das Mining dann ausführlich beschreibe. Hier sind nochmal die beiden Links, die für heute wichtig waren. Zum einen eben die Core Token Homepage und die Social Swap Homepage. Die sind beide auch hier nochmal dargestellt. Hier nochmal der Core Token. Entschuldigung. Hier nochmal der Core Token. Und hier nochmal Social Swap. Ich hoffe, das Video war informativ. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.